Ja, hallo und willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Transformers 5 Podcast. Es gibt eine schöne neue Theorie, die ich euch gerne ein bisschen unterbreiten wollte. Ein sehr, sehr aufmerksamer Zuschauer, nämlich der Celtic Pyro, hatte mich auf eine Sache aufmerksam gemacht, die ich eigentlich immer so für, ja, eigentlich nebensächlich gehalten habe. Und zwar dreht es sich darum, dass Optimus Prime am Gesicht diese rote Markierung hat. Megatron hat diese Markierung auch. Aber heute dreht sich das alles um Optimus Prime. Und zwar könnte es sein, dass es... ich war ja eigentlich nie so ein Fan davon, dass es zwei davon geben wird, aber es könnten zwei Optimus Primes im Film auftauchen. Das ist nach längerem Nachdenken eigentlich eine ziemlich coole Idee und Theorie. Und zwar sehen wir ja im Trailer... Oder auch ja, eigentlich in allen Trailern und auch im Teaser-Trailer, vor allem im letzten Trailer, dass Optimus Prime immer in manchen Szenen blaue Augen hat und in anderen Szenen violette Augen hat. Was ist, wenn Quintessa ja, Optimus Prime nicht nur einmal gebaut hat? Was ist, wenn er wirklich nicht so einzigartig ist, wie er immer denkt? Sondern erfahren hat, was Optimus Prime getan hat. Vielleicht hat Doktor noch irgendein Signal geschickt oder noch eine Information geschickt, dass er Optimus Prime gefangen hat. Und ja, dass es denn doch Probleme gab. Und was ist, wenn Quintessa zwei Optimus Primes gebaut hat und der Optimus Prime auf dem Weg zu den Schöpfern der Saft ausgegangen ist, treibt denn so durch die Gegend. Und ja, wie Quintessa ihn findet, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Weiß aber vielleicht durch Auslesen seiner Erinnerung oder irgendwie sowas ähnliches, was vorgefallen ist auf der Erde, das Lockdown versagt hat, hält ihn gefangen, produziert aber einen anderen Optimus Prime, klont ihn höchstwahrscheinlich. Das wäre dann auch wieder eine Möglichkeit, wahrscheinlich Nemesis Prime reinzubekommen in den Live-Action-Film. Ja, hält den richtigen Optimus Prime gefangen und schickt Nemesis Prime los, um ihre Interessen auf der Erde, was auch immer diese Interessen sind, durchzusetzen. Und ja, die Ritter von Cybertron versuchen halt Optimus Prime davon abzuhalten. Das ist nur eine Theorie, die mir eigentlich sehr, sehr gut gefällt, weil es muss eine Erklärung geben für die Markierung von Optimus Prime. Und dass er auch im Trailer keine Markierung hat, stellenweise. Na gut, wir wissen, dass der Trailer so zusammengeschnitten wird, dass er eigentlich ja, einen zeitlichen Ablauf des Films nicht wiedergibt. Aber wie gesagt, ich bin von der Idee eigentlich mittlerweile schon ziemlich begeistert, dass Optimus Prime ja, einen bösen Klon hat, der in seinen Namen die Interessen von Quintessa durchsetzt und sie wahrscheinlich im Film nachher auch kämpfen. Weil warum sollen die cybertronischen Ritter Optimus Prime angreifen, wenn sie nur wissen würden, dass er besessen ist? Dann könnten sie ihn wahrscheinlich zur Vernunft bringen, ihn vielleicht ja, gefangen nehmen und polen wieder oder was weiß ich. Nein. Dieser Optimus Prime, der diese rote Markierung hat, muss, in Anführungsstrichen, könnte auch ein Klon sein. Ich will mich darauf nicht so festlegen, es ist nur eine sehr, sehr interessante Theorie. Und ja, es muss da halt eine Erklärung geben, warum Optimus Prime im Film oder vielmehr im Trailer mal eine Markierung hat und keine Markierung hat und mal die blauen Augen und wieder die violetten Augen hat. Also, das ist für mich eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich ein bisschen logischer, als dass Optimus Prime einfach nur besessen ist und stellenweise seine Augenfarbe wechselt oder wieder zur Vernunft kommt, als wenn sein inneres Ich gegen sich selber kämpft, seine Seele versucht irgendwie, ja, wieder normal zu werden oder gegen das Böse anzukämpfen. Also ich wäre dann doch lieber ein Fan davon, dass es zwei Optimus Primes gibt und sie dann ja, im Endfight sozusagen, ja, kämpfen. Gut, dass Bumblebee gegen Optimus Prime ist, kann damit erklärt werden, dass Bumblebee eigentlich, ja, das Wohl der Menschheit mehr am Herzen liegt und er alles in der Macht Stehende tut, um Optimus Prime davon abzuhalten. Ja, schreibt einfach in die Kommentare, was haltet ihr davon? Würdet ihr es gut finden, wenn zwei Optimus Primes im Film gegeneinander kämpfen und, ja, sich Optimus Prime wieder, befreien kann? Vielleicht hält Quintessa ihn auch so lange zurück, bis, ihr Ziel erfüllt ist und wer weiß. Also wenn es noch wirklich mehr Transformer-Filme geben wird, muss man ja die Story ein bisschen strecken. Also irgendwas Großes muss dahinter stecken. Ja, das soll es gewesen sein. Das war ein kleiner ja, Ansatz, Denkansatz-Podcast,
für euch da draußen. Und ja, wie gesagt, schreibt einfach in die Kommentare und lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Das soll's gewesen sein. Wir hören uns wieder. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.